Hallo ihr Lieben, wir starten in die vierte Lebenswoche. Und der kleine Herr ist auf Brustsuche. Er trinkt wirklich ganz brav, muss ich weiterhin sagen. Ich bin da sehr glücklich darüber, alle 2 bis 3 Stunden. Und es tut auch fast gar nicht mehr weh. Also es funktioniert jetzt wirklich schon sehr gut mit dem Stillen. Ja, ich kann nur an alle sagen, die gerade anfangen zum Stillen, ein wenig die Zähne zusammenzubeißen. Es wird auf jeden Fall besser, aber ich glaube, das ist eh allgemein bekannt. Hatschi! Hatschi! Wir sind jetzt übrigens gerade in unserem neuen Schlafzimmer. Es ist jetzt gerade nicht mega aufgeräumt. Aber ich kann euch mal zeigen, so schlafen wir. Da schläft Ben, da schläft Kai, da schläft der Papa und da schläft die Mama. Der kleine Mann darf heute mit der Mama shoppen gehen. Und ich muss sagen, der Steifanzug, der ist super. Da hat er noch viel Platz, obwohl das ein 56er ist. Also bin ich voll zufrieden. Und so süß und so flauschig. Ich habe das total vergessen, wie entspannt es eigentlich ist, mit einem Baby einkaufen zu gehen. Ich war heute mit Ben einkaufen und... Oh no. Okay, er hat nur Schluck auf. Ich habe gedacht, er bricht gerade. Ja, ich war mit ihm einkaufen und man kann alles in den Kinderwagen packen. Es läuft keiner weg. Er hat die ganze Zeit geschlafen. Er schläft sehr gerne im Kinderwagen und auch im Auto. Also wirklich sehr, sehr unkompliziert. Und weil immer so viele fragen, welchen Kinderwagen wir haben. Heute zum Beispiel war ich mit dem Gässlein Indy unterwegs. Den hatten wir ja noch oder haben wir ja noch von Kai und einfach mit Maxi-Cosi-Adaptern, weil wir nicht so lange unterwegs waren und das ist ganz praktisch beim Einkaufen. Und Kai macht schon wieder Blödsinn. Ja, deshalb unterbreche ich. Der Plan war, dass dieser Herr mit mir ein wenig schlafen geht. Dieser Herr schläft jetzt, aber ich und Kai und ich sind wach. Jetzt habe ich mir gerade einen Stilltee gemacht und zwar diesen hier, Dr. Kottas. Den von Veleda habe ich schon aufgebraucht und der ist eigentlich auch ganz lecker. Und ich sag's euch, ich könnte die ganze Zeit nur Blödsinn essen. Also so Kekse, Schokolade, Fruchtgummi. Aber ich versuche mich zusammenzureißen. Und ganz überraschend, im Hintergrund kocht nochmal Teewasser. Ganz überraschend habe ich heute ein Paket bekommen, voll süß, von Dein Schlaflied. Herzliche Glückwünsche zur Geburt von Ben. Und einmal so eine Weihnachts-CD für Ben. Total nett, echt. Und das ist dann die Schlafkindlein Schlaf-CD. Total lustig auch, weil ich heute vlogge und dann ist es angekommen. Vielen lieben Dank, ich musste Ihnen auf jeden Fall noch eine Nachricht schreiben. Fand ich total süß. Ja, dass Sie da einfach was losgeschickt haben mit Glückwünschen. Für Ben. So schön. Und der Kai hat das nämlich auch mit Kai halt, also personalisierte CD. Und ich finde die total schön. Ich glaube, die werden wir dann gleich anhören. Den kann ich übrigens auch empfehlen, ohne jetzt großartig Werbung für Milford machen zu wollen. Aber Kai trinkt den total gern und der schmeckt schon ein wenig süß. Ich glaube, da ist Stevia dabei. Und jetzt will er gerade Blumen gießen, deshalb jammert er. Aber ja, den mag er ganz gerne. Kai und ich sind am Kochen, der Ben schläft gerade und Kai singt so schön, aber jetzt natürlich nicht mehr. Singst du noch einmal? Ja. Ja, sing. Super, ABC Song, gut. Ja, ABC Song. Total nett, es ist gerade noch ein Überraschungspaket angekommen und ich dachte, ich zeig's euch. Ich bin auch Teil dieser Toyfan-Plattform. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, toyfan.club. Und da haben wir jetzt Babyglückwünsche bekommen, voll nett.
Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder. Voll süß für die Geburt von Ben. Vielen lieben Dank. Und da sind so Hasensachen drinnen. Einmal, ich glaube, so eine Schnullerkette. Ich pack's mal aus. So, einmal eine Rassel. Dann eine Schnullerkette. Das ist cool, ich habe gar keine für so einen Schnuller, sondern nur für die Mam-Schnuller. Und, oh, es wird gleich was runterfallen. Und noch so eine Babyrassel. Voll nett. Ja, voll lieb, danke. Ihr Lieben, heute geht es das erste Mal in eine Vorlesung mit Ben. Ich dachte, das muss ich ein wenig mitdokumentieren. Ich habe mich schon fertig gemacht, nicht besonders hübsch, aber ja, hilft ja nichts. Und ich habe auch schon die Wickeltasche gepackt. Mit habe ich eine Decke, für mich halt was zu schreiben, Windeln, ein Wechselgewand. Dann mein Stieltuch von Zellmops, ist auch ganz praktisch. Und Binden, Stieleinlagen, was zu trinken, Feuchttücher, Kulis, einen kleinen Snack für die Mama. Ja, das war's. Also nichts Spektakuläres. Ich bin schon gespannt, wie es wird. So sehe ich übrigens aus jetzt ohne Belly Bandit. Ich habe noch eine Umstandshose an. Und ja, Bauch ist auch noch immer da. Die Linea Negra sieht man auch noch immer. Was ich euch auch empfehlen kann, man kann die Umstandshose so ein wenig umklappen. Dann sieht es meistens ein wenig dünner aus. Ich glaube, ich werde aber noch meinen Belly Bandit anziehen. Ja, ansonsten so Flatterdinger kaschieren auch immer ganz gut. So sieht das Ganze mit dem Belly Bandit aus. Was mich halt ein wenig stört, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es gut, das ist nämlich der neue, dass man hier halt mehr Hüfte einstellen kann, weil der andere ist halt nur gerade und hier hat man halt zwei so Dinger zum Verstellen. Aber ich finde, es zeichnet sich halt auch ziemlich ab. Also wenn man irgendwie was Enges anhat, sieht man halt schon, dass man drunter sowas trägt. Aber jetzt schauen wir gleich, wie das aussieht. Genau, also es sieht ein wenig dünner aus, aber man sieht halt hier auch, dass man irgendwie drunter was anhat. Von vorne nicht so überhaupt, wenn man seine Umstandshose anhat. Ja, und das soll auch die Rückbildung fördern. Ich kann ihn euch gerne in der Infobox verlinken. Ich bin aber ehrlich gesagt eher nachlässig beim Tragen zurzeit. Ja. Ihr Lieben, wir sind zurück aus der Vorlesung. Das hat echt ganz gut geklappt. Ben hat geschlafen ganz brav. Und ich habe ihn einmal gestillt mit dem Stilltuch, das ich habe. War das kein Problem hinten in der letzten Reihe. Ist es auch keinem aufgefallen. Und er hat so keinen Mucks gemacht. Das war ganz angenehm. Aber ich bin jetzt auch wieder froh, dass wir zu Hause sind nach so 2,5 Stunden, weil es ja doch anstrengend ist, sich zu konzentrieren, wenn man unter Schlafmangel leidet und ein Kind im Arm hat. Aber ja, trotz allem echt gut gegangen. Und jetzt ist Kai wieder ganz happy, dass sein Bruder wieder da ist. Wenn ist der Bruder da? Ja, ist die Schnackerle. Wenn ist ja. Heute war ich mit beiden Kindern unterwegs und zwar war ich bei einer Freundin eingeladen und danach war ich noch schnell einkaufen. Total nett von meiner Freundin, habe ich ein Paket bekommen, das können wir dann gemeinsam aufmachen und für die Mama einen Adventskalender und ich habe mir so einen gewünscht. Und dann noch von Hello Kitty. Ja, und gekauft habe ich Thermostrumpfhosen. Es gab irgendwie fast keine mehr, aber eine Packung habe ich noch bekommen für Kai. Milch, Aufschnitt, Wattebets, Vollkorn, Nudeln, Toastbrot und Butter. Es sind eigentlich unsere Essentials. Und beide Kinder schlafen, wobei ich jetzt schon wieder was höre. Packen wir mal das Geschenk auf. Total nett eingepackt. Oh, ich freue
freue mich. Und zwar ist es von meinem Lieblingssterntaler, den, wie heißt er denn? Boah, ich bin heute schon so, es ist nämlich, ich bin heute voll durch, es ist schon 7:30. Auf jeden Fall haben wir auch das Mobile von dem und der ist so süß. Und das ist so auch so zum Spielen, voll süß. Da freuen wir uns. Hihi. Werde ich, glaube ich, gleich ins Laufgitter hängen. Voll süß und eine total süße Karte. Muss ich euch auch zeigen. Ich habe sie nämlich in der Zwischenzeit schon gelesen. Und die bewahre ich immer auf. Solche Geburtskarten finde ich voll schön. Heute ist der 18. November und Ben ist das erste Mal im Urwald, im Regenwald von Kai. Wow. Es gibt auch wieder ein Bauchupdate von mir. Ben ist nicht begeistert, aber was muss, das muss. Ich trage jetzt wieder vermehrt meinen Belly Bandit. Und zwar ist das der BFF Belly Bandit. Der hat hier zwei so Zonen. Und oh, es ist so heiß unter dem Belly Bandit, aber im Winter geht es. Und so sieht der Bauch aus. Ich finde, in letzter Zeit hat sich nicht viel getan. Ich trage auch noch meine Umstandssachen. Was ich aber merke, ist, dass mein BH immer weiter wird. Das heißt, den kann ich immer enger stellen. Das ist aber auch das Einzige, was ich bemerke an Veränderungen an meiner Figur. Ich finde, jetzt beim Bauch hat sich nicht wirklich was getan. So, meine Lieben. Das war's von der 4. Lebenswoche. Ich hoffe, der Vlog war interessant für euch und ich bedanke mich fürs Zusehen. Tschüss!